Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Stadtgericht. Okay. Konkurrent. Die letzten paar Monate wies Genosse Grigori Balsam, Vorsitzender eines der regionalen Exekutivkomitees von Eisen 1, seinem Posten übermäßige Geschäftigkeit auf. Die Partei heißt seine Initiative gut, schaut jedoch auf Streber und Karrieristen herab. Manche sagen sogar, dass Balsam nicht abgeneigt sei, den Sessel des Vorsitzenden des Stadtkomitees von Eisen 1 zu übernehmen. Wir gehen davon aus, dass Ihnen das genauso wenig gefällt wie uns. Übrigens meinen gewisse Leute aus dem Gebietskomitee, dass die Energie dieses Menschen noch nützlich sein kann, jedoch nur auf seinem Platz. Es gibt die Meinung, dass Sie uns Informationen besorgen und übergeben müssen, die es gestatten, den Ehrgeiz des Genossen Balsam zu vergessen. Möglichkeiten. Es wird die Meinung vertreten, dass man nicht daran vorbeikommt, der Genosse Vorsitzende muss im Auge behalten werden. Ich glaube, dass so einige Leute diesen Kerl satt haben. Man muss die Leute fragen, die ihn kennen. Informationen also. Er kommt selber klar, wir schicken jemanden mit mehr Kräften zu Balsam. Die Optionen sind jetzt nicht so ganz klar ersichtlich, was das bedeutet. Aber also gar nicht. Also er hat Ambitionen auf meinen Posten. Die Meinung vertreten, dass man nicht daran vorbeikommt. Der Genosse Vorsitzende muss im Auge behalten werden. Ja, okay. Es gibt die Meinung, dass sie uns Informationen besorgen und übergeben müssen. Es wird die Meinung vertreten, dass man daran nicht vorbeikommt. Also das ist eher Informationen beschaffen. Mhm. Also beschatten, sein Umfeld ausforschen, physikalische Tatsachen schaffen. Ich würde eigentlich gerne erstmal mehr wissen über den Typen, mit dem wir es da zu tun haben. Ja, neuer Player in dieser ganzen Nummer. Wird ja auch Zeit, ist ja nicht komplex genug. Ich hätte gesagt, die Nummer 2, sein Umfeld. Ihm beschatten haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht. Das ist allerdings richtig. Ja, komm, dann lass uns mehr über sein Umfeld rausfinden. Und ich hätte jetzt gesagt, sie hier. Habe ich auch überlegt. Sie ist toll, was diese zwischenmenschlichen und so ältere Dame. Ja. Ja, und die kennen sich und ach ja. Okay, dann schicken wir das los. So, und der Zirkus? Bestechender. Sie verspüren verdienten Stolz. Dieses Fischgeschäft war widerwärtig. In ihm wurden alle denkbaren Normen und Standards verletzt. Lowell aber war das völlig egal. Er löste alle Probleme erfolgreich mit Geld, bis er es mit ihnen zu tun bekam. Die Gaben des Meeres waren geschlossen. Nun konnte der Genosse Müller in Ruhe wieder gesund werden. Gute Arbeit. Der Agent erklärte dem entsetzten Lowell detailliert, welche ernsten Unannehmlichkeiten ihn erwarten. Ein voller Erfolg. Erst jetzt begriff der erfolglose Fischhändler, dass es nicht nur sein Geld, sondern auch seine Freiheit verlieren könnte. Bereits nach ein paar Tagen war das Geschäft geschlossen und sein Besitzer verließ eilig die Stadt. Okay. Hui, haben wir mal was hingekriegt. Cool. Mhm. So, dann bleiben uns nur noch die Beschwerden. Mein Gott. Ja. So. Möge es nur noch sein. Eine Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Lieber Genosse River, mein Name ist Nola Lewis und ich bin die Enkelin von Alistair Shallow. Bitte helfen Sie ihm. Ich weiß nicht, wer in seiner Wohnung Geräusche macht, aber ich schreibe jetzt nicht aus diesem Grund. Mein Großvater macht mir nicht die Tür auf und ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich habe versucht, die Miliz oder den Krankenwagen zu rufen, aber sie legen einfach wieder auf, wenn sie die Adresse meines Großvaters hören. Ich bitte Sie inständig, schicken Sie jemanden dorthin. Hier ist der letzte Brief, den er bat zu übergeben. Das war vor über 24 Stunden. Genosse River, dies wird mein letzter Brief.
Meine Enkelin und Postbotin wird leider auf einem anderen Arbeitsplatz versetzt und ich kann sie nicht mehr mit meinen Beschwerden nerven. Seit dem letzten Mal hat sich nichts geändert. Meine Bitte bleibt weiterhin bestehen. Anschrift und Ort sind Ihnen bekannt. Ich hoffe, dass Sie mich wenigstens diesmal erhören. Sollten all die Jahre des Krieges und der Arbeit umsonst sein? Vielleicht. Leben Sie wohl, Genosse River. Ich hoffe, Sie erbarmen sich und befreien mich von diesem verdammten Lärm wenigstens für die letzten Tage meines Lebens. Alistair Shallow. Das Letzte. Ja. Also zumindest einfach nur, um zu schauen, ob alles grundsätzlich in Ordnung ist. Ja, wen könnten wir nur hinschicken? Ich klicke das jetzt an. Belana im Chat, das ist nicht der Irre, das ist der, der immer sagt, es war, also nicht der Irre. Wir haben zwei, drei, die sind wirklich bekloppt und er ist nicht der Irre. Sie haben beschlossen, Alistair Shallow mit eigenen Mitteln zu helfen, indem sie bereit sind, ihren Mann zu seiner Rettung zu schicken. Also einen Agenten von mir wahrscheinlich. Oder... Ich bin gespannt. Ja, hier steht ja nicht mehr, also... Okay, ich hoffe, wir werden dann wahrscheinlich am nächsten Tag was erfahren. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Sofort zustellen! Äußerst geheim! Nicht öffnen! Oh Gott. Sehr geehrter Genosse Stadtoberhaupt, ich muss Ihnen unverzüglich mitteilen, unsere Stadt ist erneut der Gefahr durch Kapitalisten ausgesetzt. Jeder weiß... dass es in der GOVK keine Obdachlosen gibt, das sagt Ihnen jeder Zweitklässler. Aber die Schergen der Monopolkapitalisten haben einen listigen Plan entwickelt, der nur von mir, dem Geheimagenten Nummer 34 Elvin Metstain, aufgedeckt werden konnte. Sie schicken ihre Agenten als Obdachlose getarnt aus, um die Situation in unserer ruhmreichen Stadt Eisen 1 zu destabilisieren. Die größte Ansammlung dieser Obdachlosen wurde von mir auf der großen Deponie bemerkt, deren Anschrift Sie selbstbestimmt kennen. Nach meinen Angaben bereiten sich die als Stadtstreicher verkleideten Kapitalisten darauf vor, einen Aufstand anzuzetteln. Bringen wir sie also hinter Gitter, wo ihr Platz ist. Ich hoffe auf ihre Zusammenarbeit. Ihr Genosse Elvin Metstein. Obdachlose Kapitalisten. Soll die Miliz das überprüfen? Das ist nicht mehr lustig. Wir müssen den finden, der Helen diese Briefe unterschiebt. Ja, wir müssen den finden. Definitiv müssen wir den finden. Der Verschwörer, der ihnen falsche Hinweise schickt, wurde schnell gefunden. Er war der jüngere Bruder von Helen, der auf einer halben Stelle als ihr Assistent arbeitete. Der Junge wollte sich einen Scherz erlauben und hat sich Elvin Metstein ausgedacht. Dann begann er, seine Briefe unter die Beschwerden zu mischen. Alter! Junge, such dir ein Hobby. Ja, echt? Weißt du, wie viel Zeit der uns gekostet hat? Und der Einzige, obwohl es geht, es waren so viele Ausrufezeichen, dass er immer gleich rausfiel. Aber das waren einige Briefe, die Metstein geschickt hat. Okay, an den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Ich erinnere für alle Fälle daran, dass Sie sich der Gedenktag für die Opfer des schwarzen Terrors nähert. Und gerade im Zusammenhang mit diesem Gedenktag habe ich eine Idee. Am Haus Nummer 10 der Sternborchstraße ist eine Gedenktafel zu Ehren der im Bürgerkrieg gefallenen Arbeiter angebracht. Dies geschah mit dem Geld ihrer überlebenden Kameraden. Leider haben die Jahre die Tafel seitdem sehr mitgenommen und die städtischen Behörden haben ihren Zustand einfach ignoriert. Und nun befindet sich das Zeugnis der Heldenhaftigkeit unserer Werktätigen in einem sehr beklagenswerten Zustand. Deshalb bitte ich, Mittel für die Restaurierung der Gedenktafel zuzuweisen. Mir scheint, dass dies eine ausgezeichnete Art ist, diesen wichtigen Feiertag zu begehen. Hochachtungsvoll, Genossin Helen Gibbs. Wir werden der Opfer des werktätigen Volkes gedenken. Ich habe auch ohne morsche Tafeln genug Dinge, für die ich Geld ausgeben muss.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Moral ein bisschen hebt. Ja. Würde ich nämlich dann. Das ist aber auch mein einziges Argument. Ja, aber ich würde es auch machen. Das ist, und der Feiertag steht vor. Sie hat einen Punkt. Ah, bald beginnen die Restauratoren mit der Wiederherstellung der Gedenktafel. Bis zum Feiertag wird alles fertig sein. Sie können sogar eine feierliche Enthüllung veranstalten. Oh, so viel Brimborium für 1000 ist okay. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, jetzt finden in unseren Schulen die planmäßigen Brandschutzwoche statt. Üblicherweise beschränkt sich diese Veranstaltung auf Gespräche mit den Schülern, aber diesmal schlage ich vor, für Grundschüler einige Besichtigungstouren durch das Gebäude des Komitees zu organisieren. Sie werden im Umgang mit dem Feuer schlecht geschult und häufig sind Kinder der Grund für die Entstehung lokaler Brände. Außerdem könnte sich eines der Kinder für unsere Arbeit begeistern und über den künftigen Beruf nachdenken. Denn auch wir brauchen Nachwuchs. Da kann man lange philosophieren. Vom Stadtkomitee sind keine großen Aufwendungen erforderlich. Die Besichtigungstouren werden wir selbst durchführen. Einzig Ihre Genehmigung ist erforderlich. Hochachtungsvoll Oberstleutnant Silvester Bayer, Vorsitzender des Brandschutzkomitees von Eisen 1. Besichtigungen sind eine wunderbare Sache. 1000 oder haben Sie sonst nichts zu tun? Ich bin sogar fast geneigt. Haben Sie sonst nichts zu tun? Ich? Ja. Wir haben ihm seine Sachen finanziert, wir stehen auf gutem Fuß mit der Feuerwehr und wir sind so klamm, weil ich sehe das als eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Definitiv. Aber wir sind so klamm, dass ich hier dem Bayer diesmal das nicht geben wollen würde, weil wir stehen bei 9000. Wenn wir das geben, sind wir bei 8000. Es ist. Was ich gerade auch noch nicht so ganz verstehe, was denn Besichtigungstouren durch das Komitee mit der Förderung des Brandschutzes zu tun haben. Also, das erschließt sich mir noch nicht, was er in diesem Gebäude machen will, Ja. außer es zu zeigen. Ja. Also, mir fehlt das pädagogische Konzept dahinter. Ja, und ich Aber würde. ich. Dein 1000-Argument schlägt halt. Ja, oder? Also wir sind dem Silvester Bayer entgegengekommen und das hier ist so eine kleine Sache, so, oh ey, bitte, dafür kann ich jetzt leider nicht 1000 erübrigen. Ich stelle mir gerade vor, dass ich das nicht so direkt frage, sondern sage so, sonst ist mir die Feuerwehr sehr, sehr wichtig, aber den kleinen Gefallen, das ist gerade schwierig. Ich will zumindest noch anmerken, weil ich es gerade im Chat lese, Horsti hat gerade darauf aufmerksam gemacht, dass möglicherweise das Brandschutzkomitee gemeint sein könnte, also sowas wie die Feuerwache. Ja, Also, dass genau, die. das ist mir klar. Also die sollen durch Okay, die mir nicht. Feuerwache. Ach so, okay. Ach so, okay, Mir das war war dir das nicht nicht klar. klar. Wenn die durch die Feuerwache laufen wiederum, da kommen wir der pädagogischen Frage, was machen die denn da, schon so ein Stück weit näher. Okay, ja, hast du Insofern. recht. Hast du recht. Also. Das macht schon einen Unterschied, aber so oder so, wir haben halt einfach kaum noch Geld. Ich bin mir unsicher, könnte mir aber auch vorstellen, dass das so ein sinnvoll investiertes Geld ist. Komm, investieren wir Aber sinnvoll ich. das Geld. Wir können immer noch um Mittel fragen und ja, wir machen das. Du weißt schon, dass wir so in die Schuldenkrise bei Democracy 4 geraten sind. In die Schuldenkrise bei Democracy 4 sind wir geraten, indem wir unsere horrendes Defizit von Anfang an nicht ernst genug genommen haben. Wir sind hier im Das Moment noch im stimmt. Plus. Das stimmt. Du hast recht. Also, Dann los. es macht Sinn. Besichtigungen haben sowohl Kindern als auch Erwachsenen gefallen. Die Feuerwehrleute sind sich wieder einmal ihrer Wichtigkeit für die Gesellschaft bewusst geworden und sind mit neuen Kräften in die Arbeit gegangen. Wie schön. Sehr gut. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, ich bitte um Ihre Hilfe bei der Aufstellung neuer Feuerlöschhydranten in den Straßen der Stadt. Die Unterlagen wurden bereits von meiner Behörde unter Mithilfe des Komitees für Lebensunterhalt erstellt. Sie brauchen lediglich das Projekt zu genehmigen und die Finanzierung gewähren. Die Maßnahme verbessert den Brandschutz der Stadt erheblich und erleichtert meinen Mitarbeitern die Arbeit.
Hochachtungsvoll, Oberleutnant Silvester Bayer. Ich hätte gerne die Besichtigungstouren mir gespart und ihm die Hydranten bezahlt. Vielleicht sollten wir einfach an unserem Prozess arbeiten, dass wir uns das erstmal alles angucken, dann überlegen wir uns, was es kostet und dann machen wir weiter. Oh. Also eigentlich wissen wir das auch, aber jetzt merke ich es nochmal ein Stück weit deutlicher. Ja, es tut halt mehr weh, je kleiner die Zahl da wird, ne? Genau, Belana sagt, ist es total schön. Belana auch gerade. Merkel, nächstes Mal vorher alles anschauen und dann entscheiden. Ja, natürlich, du hast völlig recht. Ja. Ja. Das nächste Mal. Das nächste Mal. Aber ich habe auch schon bald meinen 20-Stunden-Tag voll. Insofern ist mir alles verziehen, was solche Dinge betrifft. Tja. Und ja auch, weil wir leiten uns ja ständig gegenseitig da rein. Genau. Ich würde sagen so, oh, ey, an den Hydranten können wir jetzt echt auch nicht anfangen noch zu sparen. Ja, und er hat ja auch vor 3 Tagen oder so uns nochmal kurz geschildert, welche Rolle Brandschutz bei uns hat und wie schwierig das wäre, wenn unsere Stadt in Flammen aufginge. Ja. Okay, er kriegt die 3000. Ja, komm. Oh. Bald beginnen in Eisen 1 die Arbeiten zum Aufstellen neuer Feuerlöschhydranten. Die Arbeiten werden den Bürgern einige Unannehmlichkeiten bereiten, aber die Sicherheit geht vor. Puh. Oh. Belana fragte gerade, ob das letzte für heute ist. Ich wollte gerade schreiben, möglich. Ja, gut. Da ist noch ein Besucher für Sie. Die Genossen Strasser und Kopper. Gut, lass sie herein. Die auch noch. Mhm, ein Besucher. Jetzt bin ich mal gespannt. Guten Tag, Francis. Hallo, Frank. Ich grüße. Ist was passiert? Leider ja. Noch ein Mord. Was? Aber wir... Wir haben uns geirrt, mein Freund. Verdammt. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wessen Händewerk das ist. Wie? Der Mörder hat eine Notiz hinterlassen. Es war Anna Turner. Aber warum? Zeig es ihm, Rain. Wir sind keine Blumen. Wir sind keine Blumen, wir brauchen keine Pflege, wir brauchen kein Wasser. Wir sind keine Blumen, wir sind nicht für den Duft, nicht für die Augenweide da. Wir sind keine Blumen, wir gehen nicht demütig von Hand zu Hand. Wir sind keine Blumen, wir ordnen uns weder Beeten noch Töpfen unter. Wir sind keine Blumen, wir werden nicht für einen Fünfer pro Strauß verkauft. Wir sind keine Blumen, aber ihr seid für uns Unkraut. Ihr habt euch tief in unseren Boden verwurzelt. Seine Säfte saugt ihr viele Jahre. Wir waren geduldig, wir hatten Angst. Zum Ausreißen erhob sich nicht die Hand. Wir verharrten in Angst, versteckten uns im Schatten, versteckten die Kränkung ganz tief unten. Wir wurden in den Boden getreten, einem Dünger gleich. Aber das werktätige Volk ist ein gefährlicher Humus. Dort im Boden züchten wir neue Früchte. Früchte im Bürgerkrieg gereift. Wir sind keine Blumen. Wir jäten den Garten selbst. Wir sind keine Blumen. Und wir reißen euch mit Stumpf und Stiel. Anna Tittrich, 19.05.1923. Okay, wieder ein Schmuckstück. Sie hat mich um den Finger gewickelt. Uns alle. Nimm ich die gesamte Verantwortung auf dich. Aber ich habe das ja getan. Ich dachte, ich hätte das Recht zu entscheiden. Wie blöd ich doch war. Ja. Manch macht blind.
Du bist nicht der Erste, du bist nicht der Letzte. Zieh deine Lehren daraus und lebe weiter. Die Schuld liegt nicht bei dir, sondern bei dieser Wahnsinnigen. Es gibt auch gute Nachrichten. Sie ist festgenommen worden, als sie versuchte, das Gebiet zu verlassen. Oberst Chester hat irgendwelche Verbindungen spielen lassen. Wenigstens etwas Gutes. Und ich kann mich offensichtlich jetzt auf eine Rüge gefasst machen. Wenn nötig, werde ich mich für dich einsetzen. Keine Sorge, alles wird gut. Und was wird mit dem, den ich beschuldigt habe? Sie werden die Anschuldigungen fallen lassen und eine Entschädigung auszahlen. Wahrscheinlich sollte ich mich entschuldigen. Um das Stadtkomitee und die Partei noch mehr zu beschädigen? Nein, wir können den Ruf der Staatsgewalt nicht riskieren. Aber wenn du persönlich gehst, weiß der Teufel, was mit dir noch alles passieren kann. Wir sollten das nicht machen. Ich... Ja, du wirst recht haben. Vergiss nicht, Francis. Wir alle lernen aus unseren Fehlern. Glaub mir, ich habe auch genug gemacht im Leben. Ich verstehe. Lass den Kopf nicht hängen. Falsche Stimme. Lass den Kopf nicht hängen. Die Stadt und die Partei brauchen dich. Ich verlasse euch, Freunde. Schon heute Abend. Ihr müsst mich nicht begleiten. Ich mag keinen langen Abschied. Auf Wiedersehen, Genosse Strasser. Ich hoffe, wir kommen noch einmal alle zusammen. Ich auch. Auf Wiedersehen, meine Jungs. Bleibt zusammen. Er ist ein guter Alter. Wenn es nur mehr von der Sorte gäbe. Meist streitlustig und Stänker. Vielleicht trinken wir heute ein Bier? Entschuldige, Frank. Ich habe bereits Pläne für den Abend. Ich habe eine junge Frau getroffen. Oh, Ray, pass auf dich auf. Vielleicht ist sie auch wie Turner. Wenn man darüber nachdenkt, kann man sich mit Frauen überhaupt nicht mehr treffen. Nein, ich werde mich von keiner Psychopathin einschüchtern lassen. Ach, okay. Also ein andermal. Richtig. Zeit zum Trinken haben wir noch genug. Viel Erfolg, Frank. Und dir auch, Ray. Tja, also ich bin auch nicht zufrieden mit diesem Gedicht und vielleicht will ihr das auch jemand in die Schuhe schieben. Uns wurde jetzt nicht gesagt, ob man sie nicht auf frischer Tat ertappt hat. Aber also dieses Gedicht und so, was sie da schrieb, das passt ziemlich gut zu dem, wie sie beschrieben wurde von ihrem Verhalten oder von ihrem Profil, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß es nicht genau, aber wir müssen uns jetzt wohl damit abfinden, dass sie es tatsächlich war. Für so stichhaltig fand ich das jetzt auch nicht, aber ja, was war der Beweis? Steht im Chat. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt gar keinen. Ich glaube, die beiden kamen jetzt und haben gesagt, es ist so und dann ist es so. Wir haben auch keine Möglichkeit, das nochmal überprüfen zu lassen. Es gab augenscheinlich kein richtiges Gerichtsverfahren, sonst hätten wir ein Urteil vor uns liegen. Ich weiß es nicht. Tja. Prost, Belana. Schlückchen Wasser. Und Horsti sagt auch gerade, es war ein wirklich altes Gedicht. Und das war ja eher ein Revolutionsaufruf als alles andere. So dieses, ihr habt irgendwie eure... Irgendwas mit Wurzeln und unser Boden und saugt uns aus. Wer weiß? Ja. Ich weiß nicht. Ich meine mich zu erinnern, das, womit sie unterschrieben hat, ist... War das der Mädchenname ihrer Mutter oder sowas? Ich weiß es aber nicht. Ja, ich... Also, es war von 1923, oder? Ja, genau. Und wir haben 88. Wir uns 88. 88. Sehr eigenartig. Ich
Okay, das stellt mich nicht zufrieden, inhaltlich. Nee, mich auch überhaupt nicht. Oh, Belana weist darauf hin, dass heute auch der 23.09. ist. Und das war ja der... War das der 23.09. in dem Brief? Ich habe den... Ich kann den auch nicht mehr zurückholen jetzt. Ich kann mich auch nur noch an 29. An 23. Wie war das? 1923 erinnern. Aber war es nicht der 23.05.? Okay, der 23.06. Wir können es nicht reproduzieren im Moment. Genau. Aber ich kenne da wen, der das morgen sich nochmal angucken kann. Oder wir sogar später. Ja. Richtig. Ja, aber wo du es jetzt auch schon ansprichst, also gucken wir auf die Uhr. Du bist heute Morgen um 5 Uhr raus, hast du gesagt? Ja. Okay. Wir haben 3 Tage geschafft und eine Romanze angefangen. Das ist gar nicht schlecht für eine Dienstagspolitik. Ja, ich fand auch. Ja. Ja, dann machen wir heute Schluss mit der Dienstagspolitik. Dienstag, wieder Dienstagspolitik mit Romy. Und wie das so Tradition ist, habe ich dazu gemacht einfach, hat Romy das letzte Wort. Ich freue mich total, dass die kleine Familie, die sich hier mit Wissenschaftskommunikation auf unterschiedlichsten Ebenen auseinandersetzt, irgendwie ein bisschen größer wird. Ich freue mich total auf euren Stream am Sonntag. Und so langsam überlege ich, ob ich nicht so eine politische Analyse zu diesem System, in dem wir hier sind, schreibe, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir ja alles so sporadisch erfahren über den Staat. Und mal gucken, vielleicht hat da jemand Lust mitzuschreiben. Ich danke euch für den schönen Abend, freue mich auf nächste Woche und euch natürlich auch viel Spaß morgen Abend bei Ochsenzeit. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!